Heute möchte ich sprechen über die Erkältungszeit, die schon begonnen hat oder naht. Und was können wir tun für uns selbst und in den Familien? Wie können wir uns unterstützen, wenn wir in Anführungsstrichen nur erkältet sind? Wenn es kein Corona ist, sondern wenn wir jedes Jahr um diese Zeit, wenn es kalt wird, unsere Immunabwehr gefordert ist und wir dazu neigen, uns zu erkälten. Die Anpassungsfähigkeit, die ist gefordert in dieser Zeit und wir haben einen ganz bestimmten Erkältungsgriff, den wir sofort anwenden können, wenn die ersten Symptome wie Niesen, Halskratzen oder leichte Schmerzen in den Ohren sich zeigen. Und dann greifen Sie bitte sofort mit der rechten Hand auf Ihre rechte Schulter, legen die Hand, greifen Sie dort auf diesen Bereich und hängen die Hand ein wie so ein Bügel. Und mit der linken Hand legen Sie die Hand auf die linke vordere Brustseite auf der Höhe der dritten Rippe ungefähr. Dieser Griff ist unser Erkältungsstoppgriff, hilft also, wenn eine Erkältung im Anflug ist und wir unterstützen dabei unsere Nasenschleimhäute, sorgen dafür, dass die Ohren sich nicht entzünden, das Halskratzen nicht zu Halsschmerzen wird und können sofort eingreifen. Diesen Griff als Familie morgens nach dem Frühstück, alle gemeinsam, jeder für sich geströmt, ist sehr, sehr effektiv. Sollte die Erkältung länger bleiben und sich vielleicht in den Nebenhöhlen oder hier in den Kieferhöhlen angesammelt haben, gibt es zusätzlich noch einen sehr kraftvollen Griff, diesen Bereich mit beiden Händen zu halten. Die rechte Hand legt sich in diesen Bereich an dem Kieferknochen und die linke Hand an die linke Seite. Und Sie werden merken, wie Sekrete, die sich festgehalten haben, ins Fließen kommen, wie die Entzündung abebbt. Wir können uns also mit unseren Händen sehr kraftvoll unterstützen in dieser Zeit, wenn wir, oh Gott, da hat jemand geniest. Oh, das Kind kommt mit einem Schnupfen nach Hause und gerade in diesen besonderen Zeiten sehr, sehr schnell selbst uns helfen können. Außerdem, wenn Sie bereits Fieber haben, erhöhte Temperatur oder es doch vielleicht eine saisonale Grippe ist, dann schauen Sie gerne unser Video zu den Corona-Zeiten. Dort gibt es noch eine kraftvolle Unterstützung, um das Fieber zu senken und das Immunsystem zu stärken. Und selbstverständlich, wenn die Beschwerden sich verschlimmern sollten, Geruch oder Geschmacksverlust dazu kommt oder sie atemdepressiv werden, dann ist es natürlich wichtig, sich an die dementsprechende Hotline zu wenden, um eine Corona-Infektion auszuschließen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie gut durch diese erkältungsintensive Zeit kommen und viel Spaß beim Strömen.